Lass mich weg! Geht doch. Tja, wenn die nicht mit uns springt, wie kommen wir dann da runter? Das heißt, wir müssen... Ah, hier. Die wird jetzt außen rumlaufen. Da kommt sie. So, und dann wollen wir doch mal ganz schnell hier außen rumlaufen, weil unsere Gefährtin ja so toll mit uns außen rumläuft. Jetzt muss ich mir erstmal den Weg dahin wieder finden. Da ist nämlich auch eine schöne Höhle. Oh, hier sind Pfeile. Ich scheine hier schon mal hingeschossen zu haben. Oder irgendjemand. Es könnte vielleicht sogar sein, dass das hier mal der Ort war, wo wir diesen Bären da angegriffen hatten. Wenn ihr euch noch erinnert. Wo ich ja so viele Pfeile hingeschossen hatte. Und da hinten steht, glaube ich, auch ein Bär. Und da ist auch wieder so ein Drachenturm. Ich glaube, da gehen wir auch mal hin. Ja, schürf mal bitte. Bitte. Was ist denn jetzt los? Warum kann ich nicht mehr... Oh. Was ist denn jetzt hier los? Ups. Ich kann die Maus übrigens nicht mehr bewegen, aber den Charakter, seht ihr das? Okay, ich speichere mal. Ich kann nicht speichern. Ach, Leute... Ah, es geht. Vielleicht ist damit das Rätsel gelöst. Das Rätsel, um in den Charakter wieder reinzukommen. Oh, gerade kleine Frame-Probleme gehabt. Boah, seht es euch an. Ich kann mich wieder bewegen. Ich speichere direkt mal. Ey. Spiel verflucht mich mittlerweile. In den Hintern! So. Das war gerade der Todesschrei. Ich fand, das sah eher aus wie, beziehungsweise Todeszeichen. Das sah eher aus wie... Ja. Wie unsere unerbittliche Macht. Aber naja. Warte, hier war doch jetzt irgendwo eine Höhle. Da ist doch irgendwo eine Höhle. Hopswasserfall. Höhle am Hopswasserfall. Hops. Hm. Wenn wir da unten sind, kommen wir, glaube ich, nicht mehr raus. Guck mal gerade. Da müssen wir, glaube ich, wieder außen rumlaufen. Ob wir dann hier wieder raufkommen, ist auch wieder so eine Sache. Ja. Ich glaube, das machen wir später, wenn wir dann auch wieder hier hochreisen können. Weil ich habe keine Lust nochmal vom Leuchtturm da irgendwie hin. Dann machen wir das erstmal hier unsere Aufgabe. Oder vielleicht gehen wir auch erstmal zu diesem Drachenpunkt da. Ich glaube, wir gehen erstmal zu dem Drachen. Das ist ja eigentlich das A und O in diesem Spiel. Und da muss man das hier auch ein bisschen ausnutzen. Da steht uns schon wieder ein Rudel Wölfe im Weg. Oha. Ja, das war's schon. Wölfe halten jetzt nicht ganz so viel aus. So, und da oben. Ups, ja. Bin ich gerade auf die Maustaste gekommen. Haben wir auch noch einen. Oder waren wir da oben schon? Nee, ne? Nö, da waren wir noch nicht.
Wollen wir das mal eben machen. Speicher immer mal wieder zwischendurch, also nicht denken, dass es immer leckt. Kriege ich auch immer so schöne Kommentare, bei dir leckt es immer. Ja, dann guck auch mal, ob ich schnell speichere oder nicht. Wenn es leckt, dann sage ich das schon. Ach, das ist gar nicht wieder so ein Drachenposten, sondern das ist hier wieder so ein dämliches Lager. Und kann es sein, dass das hier unser Pferd ist? Nee. Okay, die müssen wir hier stehlen. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr... Blutige Lumpen, Gegengift. Nehmen wir mal mit. Lederstreifen nehmen wir auch mit. Zaubertrank. Hauptquartier in Einsamkeit. Der Heilung. Bin ich schon wieder darauf reingefallen. Das ist ja gar nicht das Drachenzeichen, sondern das ist ja dieses kaiserliche Lager. Da falle ich jedes Mal aufs Neue drauf rein. Ich weiß auch nicht, wie man so doof sein kann, aber es tut mir halt leid. Ihr werdet euch das wahrscheinlich schon gedacht haben. Aber gut. Achso, wir müssen ja hier wieder runter. Kriegt unsere Olle hier wieder einen Krampf. Naja, aber so erkunden wir halt immer Stück für Stück die Map. Und ihr kennt mich ja, ich mache das halt immer wieder gerne. Und habe ja auch gerne hier diese ganz vielen weißen Icons, zumindest so viele, wie es halt immer unterwegs geht. Allein aus dem Grund, dass man dann da immer hinreisen kann. Und außerdem, wenn man dann mal eine Quest dafür bekommt, kann man sie direkt abgeben, denn man hat es ja schon erledigt. Und hier brennt es. Hier hört der Schnee auf jeden Fall abrupt auf. Und da hinten, das sieht sehr mysteriös aus. Jetzt hätte ich gern Boot, weil Schwimmen ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Zumindest nicht in diesem Spiel. Blub, blub. Hallo, Seetang. Also, ich finde ja... Ich finde es immer wieder schön, wenn auch die Unterwasserwelt schön gestaltet wird. Ja, wie kommst du jetzt hier rüber? Ah, sie kann auch schwimmen. Ah, da kommt sie. Nee, ich finde es auch schön, wenn die Unterwasserwelt ein bisschen schön gestaltet wird, weil ich finde, das gehört dazu. Da sollte man auf jeden Fall, da hatte ich gerade wieder einen kurzen Frame-Einbruch. Mann. Das gehört nämlich halt dazu. Also ich finde da... Oh, da ist ein Erz. Das sollte man nicht vernachlässigen. Denn, ich weiß nicht. Unter Wasser ist halt, wenn man mal so ein bisschen einfach mal so die Gegend erkundet. Ich bin gerne einer, der in Rollenspielen die Gegenden erkundet. Dann finde ich es halt auch immer wieder schön zu sehen, dass zum Beispiel auch Seen richtig schön gestaltet werden, optisch dargestellt. Und wenn es dann eben auch nur so ein dämlicher Tümpel ist, wo man dann reinjumpen kann und einfach mal gucken kann, wie es da so drin aussieht. Mit ein paar Fischchen und ein bisschen Pflanzen und sowas. Da sollte man sich auch seine Gedanken machen. Ingwild haben wir entdeckt. So, jetzt müssen wir nur noch hier den Eingang finden. Okay, und da schleichen wir uns jetzt hin. Wir sind wohl von der falschen Seite gekommen. Aber hier scheint doch nirgendwo irgendwer zu sein. Und dann würde ich sagen, geh mal rein. Und hops. Passt auf. Wie, pass auf? Pass du doch auf. Plötzlich werde ich mit deinem Messer erstochen. Hier haben wir eine Truhe. Oder was war das mal? Leider nicht mehr aufmachbar oder plünderbar. Ich glaube, hier vorne liegt dann der Deckel von der Truhe. Was haben wir da? Okay. Ja, schon
gebaut aus. Also so eine Treppe steht, glaube ich, nicht einfach so in der Wildnis. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall auf menschliche Wesen treffen. Oder müssten hier eigentlich auf menschliche Wesen treffen. Oder hier war... Ah, hier waren mal menschliche Wesen. So kann man das natürlich auch sagen. Hier ist so eine... Ups, ja. Ich wollte eigentlich nicht schießen. Hier ist so eine, ja... Holzbrüstung. Also so ein Holzweg war hier mal, bevor der Winter vielleicht einbrach. Und da hinten steht was. Draugewicht. Ja, du darfst auch was machen. Geht doch. Ja, also wenn ihr euch den Namen mal durchlest, hier wird halt nicht in Kilo oder sowas gemessen, sondern hier heißt es halt Draugewicht. Ne? Wenn ihr also hier auf eine Waage steigt, dann messt ihr das Draugewicht. Irgendwie gefällt mir das doch. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die danach ziemlich schnell kaputt gehen. Ich frage mich, wenn man das macht, ob dann die, wenn dann zwei oder drei da auf einmal stehen, ob das dann alle bekommen oder nur einer. Das gilt es jetzt wahrscheinlich noch rauszufinden. Da ist wieder ein Draugewicht. Und da ist auch ein Geist hinter. Ingwildgeist. Oh. Zum ersten Mal so eine Animation bei einem Schuss gesehen, wenn die auch nicht wirklich atemberaubend war, will ich jetzt mal sagen. Was... Wo müssen wir jetzt hier lang? Okay. Was haben wir hier? Speichern mal. Ja. Haben wir noch so einen Geist? Oh, jetzt haben es beide. Das könnt ihr daran sehen, dass sie jetzt alle so lila leuchten. Hör auf. Wo haben wir den? Der war, glaube ich, ganz unten, der Streitkolben. So, und dann holen wir uns noch das Schild raus. Ich nehme euren Blut.